Hallo und herzlich willkommen zu der 13. Episode und dem Anfang zu der Bundesliga. Was heißt Anfang? Es ist der erste Spieltag, den wir wirklich spielen gegen Leverkusen. Dann geht's gegen Bordeaux, aber das ist jetzt alles so gesagt. Ihr werdet das Let's Play jetzt sehen. Aber ich muss mich jetzt erstmal bei jemandem bedanken. Wer hätte das gedacht? Also, ich wollte mich ganz klar bei einer Person bedanken. Kurz mal das Mikrofon hier nochmal zurechtrücken. Und nein, ich habe mir jetzt keine irgendwie tränenrührende Ansprache ausgedacht. Es kommt jetzt alles. Also, ihr könnt euch das angucken. Ich werde jetzt hier nicht so viel kommentieren wie normal auf das Let's Play. Also, jetzt erstmal Dankeschön an Hansus LP. Du bist eine geile Sau, mein Junge. Echt geil, dass du vor allem die Serie mit mir machst. Das hilft meinem Kanal. Und ja, macht mir auch selbst wirklich richtig viel Spaß. Mein Kanal ist jetzt von 10 Abonnenten gleich auf 31 gegangen. Ist echt nice. Ich heiße willkommen alle die jetzt dabei sind. Ja, ich hoffe, dass ihr meine Videos mögt und ja, noch viel Spaß an denen haben werdet. Aber wie gesagt, ist es mir, ich weiß nicht, also es ist leider so bei YouTube, das ist so geworden, dass man wirklich nicht ohne eine Hilfe eines relativ größeren YouTuber es nach oben schaffen kann. Es ist leider so geworden, vor allem weil das Outlay gechanged wurde und deswegen hat man relativ wenig Chancen vorne auf der Startseite zu kommen, weil man unbekannt ist. Und das ist relativ schade, weil davor gab es dann auch oft mal Videos, die nur 50 Views hatten, die dann vorne auf die Seite gekommen sind. Das fand ich eigentlich relativ cool, weil es hat wirklich die YouTuber dann aufgebaut. Und das gibt's halt nicht mehr. Jetzt kommt nur noch Kronk, Saraza und wer auch immer da vorne auf. Und das finde ich relativ scheiße, weil nichts gegen Kronk und Saraza, die machen beide die geilsten Videos. Aber es ist halt schade, weil sonst niemand mehr wirklich die Chance hat, oder kleine YouTuber Chancen haben, sich zu entwickeln. Das erste Spiel gewinnen wir hier 0-1. Deswegen ist es mir noch wichtiger, dass ich, ja, dass Hansus mir das mit mir so hilft. Und ja, ich bedanke mich von meinem tiefsten Speicher des Herzens. Nein, im Ernst. Danke, Hansus. Und ja, jetzt werden wir uns wieder mal auf das LP konzentrieren. Und danke an euch, die mich abonniert haben von Hansus, die von Hansus kommen. Ja, und jetzt werde ich mich mal wieder hier auf das gute LP konzentrieren. Ich hatte das übrigens schon abgeloadet, hatte schon angefangen, dieses Video hochzuladen und da habe ich gedacht, oh mein Gott, ich habe da gar nicht mich bei Hansus bedankt. Ich war so, what the fuck, bist du behindert? Zu mir selbst gesagt, aber ja, das ist jetzt gegessen. Danke Hansus, es ist jetzt kein Scheiß, ich meine es jetzt nicht komisch. Ich meine es jetzt nicht irgendwie so hier laber laber. Danke an dich und jetzt geht's hier gegen wen ist es denn? Das ist, gegen Bordeaux. Halleluja, wir kriegen gleich eins rein. Ich glaube, es war 23. Minute oder so. So lange konnten wir mithalten, aber dann ist auch Jonas da und macht das 0-1 für den klaren Favorit. Natürlich, ich wäre mit einem Punkt mehr als zufrieden. Mit 3 wäre natürlich ein Traum, aber es sieht nicht so aus. Erste gute Möglichkeit, Daley, klasse pariert. Und dann in der ersten Minute der Nachspielzeit, von der ersten Halbzeit, holt Igbo den Penalty raus und feiert sich dieser runterkommen. Ich übertreibe es manchmal ein bisschen. Okay, Igbon Janke tritt an gegen, wie heißt der Keeper? Okay, keine Ahnung, wie er das ausspricht. Aber Igbon Janke macht das Teil ganz sicher wie ein Champion. In die Mitte, da wo niemand kriegt. Und dann nach Wiederanpfiff in der 51. Minute. Schrecksekunde in der Penalty-Box. Ab 12. erhältlich im Kino. Nein. Scherz. Roste. Nein, okay, mich muss ich jetzt erstmal konzentrieren. Okay. Das passiert, wenn ich überdreht bin. Oh mein Gott. Okay, kriegen noch einen Elfmeter. Das ist wirklich geil, dass wir Bittencourt holt, hat ihn rausgeholt und jetzt macht das Igbon Janke. Same play, same spot, same time. It's fine. Macht das Ding rein und wir gewinnen 2-1. Das erste Spiel. Schalalalalala. Jawohl, erstes Spiel gewonnen in der Euroleague. Geile Scheiße. Dann geht's als nächstes gegen Malaga. In der nächsten Episode wird auch nice und dann beenden wir das hier mit einem Spiel gegen in der Liga, gegen die guten Jungs aus Schwabland, die Stuttgarter. Wir gehen gegen die Stuttgarter an den Start. Und ja, natürlich wollen wir unsere Serie fortsetzen. Wir haben jetzt 2 Spiele in Folge gewonnen, 1 in der Liga, 1 in der guten alten Euroleague. Und wieso nicht weitermachen? Ich meine, komm schon, everything's possible. You know what I'm saying. Und ja, wir werden jetzt mal versuchen, die Stuttgarter unter Druck zu setzen. Aber die haben natürlich ein klasse Team. Dazu gehört Hanik, der hier Zentimeter die Führung für Stuttgart verpasst. Pech gehabt. Wir setzen nach. Es ist dann Bittencourt, der unsere erste Chance des Spiels herausarbeitet und donnert den Ball einfach rein. Starkes Ding von Bittencourt. Erster Saisontreffer.
Halleluja. Und dann ist es auch schon vorbei mit Halleluja. Vesia Debisevic macht das Teil, der Junge von Hoffenheim macht das ganz sicher. Und dann hier kuriose Szene im Stadion. Ja, ganz mysteriös hier. Hat Sven Ulreich, der gute Alte, ein Majores Blackoutes, wenn wir das elegant formulieren wollen, und serviert das Tor Blum auf der Silberplatte oder wie man das sagt. Und Blum sagt nicht nein dazu, er sagt, fuck, danke mein Bube. Wir führen mit 2-1, aber das wieder nicht lange in der 78. oder in der 80. Minute macht Schieber das Tor. Wäre ja auch zu schön gewesen, 3 Spiele in Folge zu gewinnen. Und so endet das Spiel dann auch 2-2. Wir kratzen einen Punkt raus, 4 Punkte aus 2 Spielen. Kann dich ein Aufsteiger mit zufrieden geben. Ein Sieg in der Euroleague, was will man mehr? So, und damit ist Episode 13 schon vorbei. Zack, ging das schnell, meine Jungs. Wir sehen uns nächstes Mal in Episode 14, wo es dann gegen Malaga FC geht. Danke, Hansus, du geiler Hengst. Und danke, Abonnenten, ihr seid einfach geil. Wir sehen uns nächstes Mal bei Manager Modus FIFA 12. Muah.